Ich frage die Landesregierung, vertritt sie weiterhin die im integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 geäußerte Auffassung, dass ohne ambitionierten Klimaschutz für Deutschland jährliche Kosten für Klimaschäden in Höhe von 3 bis 21 Milliarden Euro bis 2050 entstehen werden? Frau Ministerin Hinz antwortet. Ja. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Lichert, all das war mir für heutige Verhältnisse ein bisschen sehr schnell. Frau Hinz, da war ich gar nicht drauf gewappnet. Herr Kollege Lichert, bitte. Ja, vielen Dank für diese klare Antwort. Das ist man ja nicht immer gewöhnt. Ich habe eine Anschlussfrage. Frau Ministerin, es ist ja dann offenkundig, dass die Kosten für Klimaschäden deutlich niedriger sind als die Kosten für den sogenannten Klimaschutz. Vertritt die Landesregierung daher auch die Auffassung, dass das oft geäußerte Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden beseitigen, dass diese Aussage falsch ist? Frau Ministerin Hinz? Nein. Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Lichert? Sollen wir draufdrücken? Jetzt. Frau Ministerin, das ist rein mathematisch jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also allein, dass wir es wie jedes Jahr im EEG wälzen, ist mehr als das, was hier als das Maximum für Klimaschäden angegeben ist. Wie können Sie dann behaupten, dass die Aussage, dass der Klimaschutz günstiger ist als Klimaschädenbeseitigung, wie können Sie diese Aussage aufrechterhalten? Frau Ministerin Hinz. Also, Herr Lichert, sorry, aber jetzt muss ich doch drei Sätze sagen. Ich weiß ja, dass Sie grundsätzlich der Meinung sind, dass man Klimaschutz nicht braucht, weil es den Klimawandel so nicht gibt, jedenfalls den menschengemachten. Aber jedenfalls den menschengemachten, doch, das ist Fakt, das haben Sie immer wieder behauptet. Und es ist sehr wohl so, dass die Hochrechnungen, und das sind derzeit Hochrechnungen bis 2050, die ja auch noch eine Differenz angeben, vom Jahr 2007 bzw. vom Jahr 2015 stammen, die teilweise in Teilrechnungen auch schon wieder überholt sind. Wenn Sie die Berechnung der Münchner Rück sich anschauen, wie viel Versicherungsschäden es bereits gibt, jährlich für Hessen, für Deutschland, Europa und international, aufgrund des Klimawandels, dann kommen Sie ganz schnell zu einer völlig anderen Rechnung, nämlich die, dass die Menschheit sich selber ausrottet, wenn wir nicht beginnen, ehrgeizig Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.